Ich werde gegen den Lino spielen. Wie gut der ist, weiß ich noch nicht. Aber ich werde mir immer mein Bestes geben. Der kann sich genauso wie ich ein paar Tipps abholen. Und ja, das wird schon hilfreich sein für ihn. Ich werde wieder das Spiel ruhig angehen, versuchen das Spiel zu machen und zu vielen Torschüssen zu kommen, das Spiel für mich zu entscheiden. Push it up, let's go. Der macht mit sich selber. Hört sich jetzt irgendwie komisch an, aber da ist das 1-0. Macht er richtig, richtig gut. Das ist jetzt schon das dritte Tor in zwei Spielen von Duschelab sozusagen. Ja. Oh, überragend. Benito Raman. Den Gegner halt auch so ein bisschen locken, sag ich mal. Und jetzt hier wieder richtig gut rausgespielt nochmal. Oh, Zucker. Das ist halt einfach stark gemacht. Überragend. Ja, er geht da halt null Risiko ein vom Strafraum, spielt den Ball sich so lang hin und her, bis die Lücke kommt. Und das war das einfach überragend. Überragend. Durchsteller mit dem 3-0. Wieder eine schöne Aktion, Burgstaller. Stark gespielt. Aber Kasten. Ich habe geduldig gespielt, mir die 100%igen versucht rauszuspielen, habe ich auch geschafft. Und dann ja, eiskalt zu sein, das Ding hinten sicher zu halten. Ich habe versucht, nicht zu schnell nach vorne zu spielen. Was ich gegen Paul Wiese auch gemacht habe, glaube ich, dem Gegner auch die Bälle gegeben, wo er dann kontern konnte. Diesmal habe ich halt versucht, ruhig auch vom Gegner schon 16er zu sein. Und wie gesagt, mit einem 100% der großen Führung zu verwerten. Ob in Ultimate oder egal welchen Modus, immer um dich selber zu treffen, ist auf jeden Fall große Ehre.